بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema von heute ist: War der Amokläufer von Newton ein Salafist? Ich möchte erstmal an erster Stelle sagen, dass was dort passiert ist, natürlich etwas ist, was uns allen leid tut. Wenn man so ein Verbrechen sieht, dass dort unschuldige Menschen getötet werden, Kinder auch noch. Das ist einfach etwas, was in der menschlichen Seele Abscheu hervorruft. Und trotz alledem habe ich mir gesagt, ich werde das Thema so nennen, weil man heute halt sieht, dass jedes Verbrechen, was irgendwo passiert, insbesondere hier in Deutschland, ja, was sofort mit Salafisten oder was auch immer zusammen in Verbindung gebracht wird. Ich stelle mir wirklich die Frage, was wäre gewesen, wenn dieses Verbrechen in Deutschland passiert wäre, wenn es in Deutschland zu diesem Verbrechen gekommen wäre. Was hätte man im ersten Moment gesagt? Terroranschlag oder was auch immer. Fakt ist, man sieht hier ganz klar und deutlich, und das ist auch etwas, was ich momentan hier in Ägypten sehe, was den Menschen versucht wird zu vermitteln. Es wird den Menschen versucht zu vermitteln, ja, hier ist es ja sowas von kriminell und sowas von gefährlich, und das ist alles nur wegen den Muslimbrüdern, weil die nichts machen. Ich persönlich habe hier noch nichts gesehen, was irgendwie außergewöhnlich wäre. Ich meine, Verbrechen gibt es auf der ganzen Welt. Das ist ganz klar. Es gibt Verbrecher in Deutschland, es gibt Verbrecher in Amerika, es gibt Verbrecher in Ägypten. Aber es wird hier so vermittelt. Ja, hier ist alles ganz schlimm und in Europa ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Dabei wird nicht erwähnt, dass es beispielsweise in Amerika täglich laut FBI-Studien über 2000 Vergewaltigungen gibt. Über 2000 Vergewaltigungen pro Tag. Ja? In Deutschland alle 48 Minuten ein Selbstmord. So, stattdessen wird aber immer auf andere gezeigt. Ja, beispielsweise jetzt wird sie getan, man sieht beispielsweise jetzt hier, in Ägypten, wie versucht wird, in Deutschland ein Bild zu vermitteln, als wenn es in Ägypten einen Diktator geben würde, der die Menschen ja hier unterdrückt und der sich mit brutal durchsetzt. Es kommt zu einem Referendum, zu einer Volksabstimmung, und das ist ein brutales Durchsetzen. Ich versuche, diese Sachen miteinander zu verbinden, wie halt wirklich, wie Jesus auch gesagt hat, versucht wird, der Splitter im Auge des anderen herauszuholen, wobei man selber nicht sieht, welchen Balken man im Auge hat. Ja? Wie viele Amokläufe gab es schon in Deutschland? Ja, aber es werden Ängste geschürt vor den bösen Islamisten. Natürlich, es gibt keinen Zweifel daran, dass es tatsächlich Leute gibt, die fälschlicherweise denken, dass Attentate oder Bombenattentate, Anschläge, diese verschiedene Art mit Bomben auf Züge oder auf Flugzeuge oder was auch immer, dass das etwas wäre, was der Islam legitimieren würde. Und das ist etwas, wo wir ganz klar dagegen sind, wo wir auch schon wirklich dutzende Male dagegen gesprochen haben. Nicht, weil wir irgendjemandem gefallen wollen, sondern weil es unsere Überzeugung ist. Ja? Aber die Medien sagen dann ja, ihr drückt euch nicht deutlich aus. Ja, wie soll man sich deutlicher ausdrücken, als bestimmt mindestens 20 Mal gegen solche Attentate zu sprechen? Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wie viele Verbrechen gibt es täglich in Deutschland? Wie viele Menschen sterben täglich am Rauchen? Ja, es sterben 150.000 Menschen jährlich am Rauchen in Deutschland. Es sterben 50.000 Menschen jährlich in Deutschland am Alkoholkonsum. Verkehrsunfälle, Amokläufe, Morde, Drogen, alles drum und dran. Diese ganzen Dinge werden ausgeblendet und es wird einem die große Angst vermittelt vor dem Attentäter, vor dem islamistischen Attentäter, insbesondere der Salafist, wo dann alle Gruppen, die irgendwie ich benutze jetzt das Wort Salafist, weil das halt bekannt geworden ist, wo alle Gruppen miteinander in einen Topf geworfen werden, die teilweise nichts miteinander zu tun haben, die teilweise gar keinen Kontakt miteinander haben.
wo dann beispielsweise versucht wird, wie jetzt zum Beispiel, was auch in Bonn passiert ist, wo versucht wird, in einigen Fernsehsendungen mich mit dieser Sache in Verbindung zu bringen, weil ich ja in Bonn gewohnt habe. Ja, was will ich hiermit sagen? Das heißt, man soll auch hier als Nicht-Muslim, man soll mal die Relation sehen. Welche Gefahr ist größer in Deutschland vom Amokläufer getötet zu werden oder vom islamischen Terroristen? Und mögen, und ich bitte Allah darum, dass wirklich Deutschland vor einem Terroranschlag zu beschützen, weil ich der Meinung bin, dass das nur mehr Schaden für die Muslime bringen würde und weil ich auch der Meinung bin, dass das islamisch gesehen nicht richtig ist. Aber ich komme nochmal darauf zurück. Jeder soll sich Gedanken darüber machen. Jeder soll sich Gedanken darüber machen. Erstens, warum kommt es eigentlich immer zu Amokläufen in der heilen Welt? Das heißt, in Ägypten oder beispielsweise in Marokko oder in Algerien, in der unheilen Welt sozusagen, in Anführungsstrichen, hat man noch nie was von Amoklauf gehört. Warum kommt es immer in Deutschland, Finnland und den USA zu Amokläufen? Wir sind keine anderen Länder bekannt. Es kann natürlich sein, also ich bin allwissend, ist nur Allah subhanahu wa ta'ala, dass es andere Länder gibt. Aber mir wurde immer nur, also bisher alle Amokläufe, von denen ich gehört habe, fanden in diesen Ländern statt. Niemals in der dritten Welt. Warum ist das so? Man sollte sich darüber wirklich mal Gedanken machen. Man sollte sich auch über diese soziale Verwahrlosung Gedanken machen. In Deutschland reden Experten davon, dass die Situation in den Altersheimen die größte humanitäre Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Ja, aber darüber wird nicht geredet. Es wird von der Politik und von den Medien wird mit dem Finger auf andere Länder gezeigt, damit man die eigenen Probleme, die vor der Haustür liegen, vergisst. Und das ist etwas, worauf ich aufmerksam machen will. Und möge der allmächtige Gott uns beschützen, unsere Kinder beschützen, uns vor Amokläufern beschützen und vor Terroristen jeder Art beschützen. Amen. Und ich bitte jeden Nicht-Muslim, sich einfach nochmal Gedanken darüber zu machen, nicht alles unreflektiert aufzunehmen, was einem in den Medien für ein Schwachsinn erzählt wird. Das beste Beispiel ist jetzt hier, was in Ägypten passiert. Ja, da wird erzählt, da kommt in den Medien, Mohammed Morsi darf trotzdem nach Deutschland kommen. Ja, was denn sonst? Wem hat er was getan? Dieser Mann wird zu seinem Palast ausgejagt und sagt zu den Soldaten, sie sollen noch nicht mal irgendetwas machen, weil er die Eskalation vermeiden will. Aber er kann auch nicht auf der anderen Seite Leute, die versuchen mit Gewalt, die hier auf die Straße gehen, Molotow-Cocktails werfen, da kann er nicht einfach nachgeben und sagen, nee, dann machen wir doch kein Referendum. Das heißt, sie müssen nur laut genug sein und genug Radau machen und dann passen wir euch euren Forderungen an. Es ist ganz klar, das ist eine Volksabstimmung wird versucht zu verhindern. Jetzt werden versucht, Richter zu beeinflussen, damit es nicht weiter zur Volksabstimmung kommt. Weil das, wie gesagt, wieder ein Schritt nach vorne ist. Ganz klar, es kommt darauf an, was das Volk will und nicht, was der Westen von Ägypten will. Ja, natürlich, und danach kann man immer noch diskutieren über die neue Verfassung. Aber erstmal muss etwas gemacht werden. Und man kann nicht, das ist genauso, als wenn in Deutschland beispielsweise sich 200.000 gut organisierte Rechtsradikale organisieren und kommen dann vor den Deutschen Bundestag und machen irgendwie einen Radau und schmeißen mit Molotow-Cocktails und Steinen. Und dann sagt Frau Merkel jedes Mal, lassen wir das diesmal doch. Dann machen wir diesmal doch kein Gerichtsverfahren, ob die NPD verboten wird. Entschuldigung. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, wird dann sofort Radau gemacht. Natürlich muss er sich durchsetzen. Und natürlich ist es einfach so, dass es gerade jetzt momentan in Ägypten eine große Spaltung gibt. Aber warum gibt es die? Warum gibt es die? Von wem wird das provoziert? Von wem wird das provoziert? Ja. Und wie gesagt, warum erwähne ich das? Warum bringe ich das in Verbindung miteinander? Ja, weil man immer die Probleme vor der eigenen Haustür, die im Westen liegen, nicht sieht. Oder anders wahrnimmt als das, was woanders passiert.
und deswegen immer reflektiert Dinge betrachten. Ja, es wird beispielsweise uns erzählt, wir wären Terroristen, radikal, dies, das. Aber Alhamdulillah, das hilft uns mehr, weil viele Leute werden neugierig, gehen auf die Seite und sagen, oh, ich habe was anderes gesehen. Und das sieht man beispielsweise immer wieder. Und, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch traurig, weil Lügen sind etwas, was einem auch teilweise auch wehtut. Deswegen an alle Nicht-Muslimen, reflektiert Dinge wahrnehmen, die einem durch die Medien vermittelt werden. Und jeder Muslim sollte auch in diesem Zusammenhang, was jetzt mit dem Amoklauf zu tun hat, jeder Muslim hat eine Verantwortung für seine Mitmenschen, auch für die Nicht-Muslime. Und muss beispielsweise solche Amokläufe, wenn er kann, verhindern. Allerdings ist das natürlich etwas, was unheimlich schwer ist, wenn auf einmal einer mit der Kalaschnikow vor einem steht und um sich schießt. Das wollte ich nur dazu gesagt haben, die Geschwister im Islam und an alle Nicht-Muslime. Möge Allah uns immer die Wahrheit als wahr zeigen und uns helfen, sie zu befolgen. Das ist ein Bittgebet des Propheten Mohammed, Frieden und Segen mit ihm. Denn es nützt nichts, die Wahrheit nur als wahr zu sehen, wenn man sie nicht auch befolgt, sondern man muss sie sehen, das ist der erste Schritt, und dann auch befolgen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.